love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Ja, schön, Herr Pfarrer Fink, danke für den Einstiegssong. Werden Sie den auch am Samstag als Traupfarrer von der Frau Katzenberger und dem Herrn Cordalis singen? Jein. Also ich hab's nicht vor, schließe es aber nicht aus. Aber ich werde es nicht bei der Trauung selbst spielen. Nein. Es gibt schon gute Musiker, die das auch noch viel besser können als ich, ohne dass ich verrate, was da genau gesungen wird. Verraten Sie uns auch, was denn für außergewöhnliche Wünsche bei der Trauung vorgesehen sind. Also richtig außergewöhnliche Wünsche haben die beiden nicht. Was denen nur wichtig ist, dass es persönlich ist, von der Ansprache her, vom Gebet her und von der musikalischen Gestaltung. Das ist ihnen wichtig, dass es persönlich ist, dass ganz viel Gefühl ist und Liebe und Freude vorkommen. Aber das ist etwas, was ich sowieso immer sage, das ist ganz wichtig bei einer Trauung, wenn nicht da, wo sonst. Haben die ein besonderes Eheversprechen oder haben sie ihnen das auch freigestellt, dass die was frei formulieren können? Ja, das war denen auch wichtig, dass sie neben dem kirchlichen Jawort, was nun mal wichtig ist für die Trauung, sonst ist die Trauung nicht gültig, dass sie neben diesem Trauwort auch ein paar eigene persönliche Worte einander zusagen können. Und wenn das ein Brautpaar sich auch zutraut, sich zutraut, mehr als ein Ja rauszukriegen, diesen bewegenden Moment, dann lasse ich die das auch gerne machen. Wissen Sie schon, was die sagen werden, oder? Ja, ich habe das schon zugeschickt bekommen, weil das natürlich auch wichtig ist für meine Ansprache, dass ich das ein bisschen mit aufgreife. Und das wird wirklich sehr, sehr bewegend. Also ich bin, glaube ich, jemand, der selten weint, aber ich glaube, in dem Moment werde ich mich selbst nicht halten können. Das ist wirklich sehr emotional. Sind Sie schon auch am Vorbereiten der Predigt? Also wo setzen Sie denn da Ihren Schwerpunkt? Ich warte, bis die Muse mich noch so richtig küsst oder religiös gesprochen der Heilige Geist so auf mich einwirkt. Ich habe so ein paar Ideen und Versatzstücke und überlege, wie ich die noch zusammenbringe. Weil das Ding ist, ich habe ungefähr 5 Minuten für die Predigt und da muss es schon kurz und knapp sein. Ist mir aber auch persönlich wichtig, weil ich denke mal, gerade die vielen Zuschauer, die zuschauen werden, die sind es ja nicht gewohnt, dass man irgendwie 10 Minuten Predigt zuhört. Deshalb muss das kompakt und gut sein und alles mit drin. Und was ich versuchen werde, ist das, was uns im katholischen Glauben wichtig ist, das Eheverständnis, was Ehesakrament ist, das einzubringen und den Leuten erklärend weiterzugeben. Und persönlich die beiden anzusprechen, etwas von deren Biografie und deren Liebesgeschichte mit in die Predigt reinzutun, dass die beiden sich eben so drin wiederfinden. Und den Trautext, den sie beide ausgesucht haben. Welchen haben Sie sich da ausgesucht? Wie ungefähr 80% der Ehepaare, der Traupaare. Das Hohelied der Liebe. Das Hohelied der Liebe, 1 Korinther 13, hat denen am allerbesten gefallen. Und das werde ich dann mit aufgreifen, weil das auch noch... Das ist einer der schönsten Texte in der Bibel, gerade über die Liebe. Ne? Wenn Sie jetzt an den Ablauf des Gottesdienstes denken, da werden ja bestimmt viele Menschen sitzen, die vielleicht mit Kirche noch nicht so viel am Hut hatten und vielleicht die Lieder nicht kennen, die Gebete nicht kennen. Werden Sie dann extra ganz laut vorbeten oder mitbeten? Ich werde versuchen, die Leute so mitzunehmen, dass sie mitkommen können. Also ich werde, was ich tue, in einigen kurzen Worten auch erklärend tun. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sage, jetzt spreche ich dem Paar den Trausegen zu. Dann werde ich kurz sagen, was ein Segen ist. Ne? Das Segen bedeutet, jemandem etwas Gutes von Gott her zuzusprechen. Und ich werde die Leute auch einladen, für das Brautpaar auch zu beten, die beten können in der Stille. Und wer es nicht kann, dass er den beiden in Stille gute Wünsche rübergeben kann, zum Beispiel. Ja? So Sachen. Und so erkläre ich dann den Segen und tue es dann. Und werde versuchen, ja, genau, so Leute mitzunehmen. Weil mir ganz bewusst ist, dass da eben ganz viele dabei sind, die für die unsere Rituale fremd sind, ne? Und auch unsere Wortwahl teilweise. Von daher werde ich versuchen, die Worte unterzubringen, aber sie erklärend, ohne dass ich es irgendwie tot erkläre, aber erklärend denen nahe zu bringen. Wird es eine Hochzeitskerze geben zum Beispiel, oder? Ja, also es wird Gott sei Dank eine Hochzeitskerze geben. Da plädiere ich immer sehr für bei den Brautpaaren. Und sage ihnen, dass es immer, finde ich, mehr als nur ein Schmuckstück für die Trauung ist, sondern wirklich ein verbindendes Zeichen von der Trauung für immer nachher. Ich kenne Brautpaare, die zünden zum Beispiel die Traukerze bei ihrem Hochzeitstag an, ne? Als Erinnerung an diesen Tag. Oder wenn es einem der beiden Partner nicht gut geht, so mit dem Gebet verbunden. Ne? Also da kann man viel mit machen. Und das habe ich den beiden auch empfohlen. Und die waren da Feuer und, die waren im wahrsten Sinne Feuer und Flamme für die Kerze und wollten die unbedingt haben. Und es wird wohl so sein, wenn alles gut läuft,
dass ihre Traukerze mit ihrer kleinen Tochter Sophia, falls sie ja nicht schon pennt um die Uhrzeit, dass die eine Traukerze mit der Taufkerze angezündet wird. Wenn Sie am Samstagmorgen aufwachen und dann in Richtung Kirche auf den Petersberg gehen, was wird Ihnen dann durch den Kopf gehen? Eigentlich wird mir durch den Kopf gehen, ob ich es rechtzeitig schaffe zur Trauung, weil ich vorher noch eine andere Trauung in Dortmund habe und von Dortmund schnell dann zum Petersberg kommen muss. Ich glaube, das wird so meine Sorge sein. Aber wenn das geschafft ist, ich glaube, ich werde mir noch tausendmal durch den Kopf gehen lassen, den Ablauf so, dass ich nichts vergesse und alles richtig kommt und vor allem vielleicht meine Predigt noch mal kurz durch den Kopf gehen lassen, die ich versuche, so einigermaßen frei zu halten, also möglichst nicht abgelesen. Ich glaube, ich werde mir Stichworte machen, falls ich einen Blackout habe oder so, aber ich will die schon frei halten. Und das wird mir bestimmt durch den Kopf gehen. Was wünschen Sie dem Brautpaar denn, wenn dieser Tag dann zu Ende geht, beginnt ja der Ernst des Lebens, was wünschen Sie diesem jungen Ehepaar? Ich wünsche Ihnen, dass Sie bei der Trauung die Liebe Gottes spüren, die Sie beide verbindet in diesem Bund und dass Sie aus der Erfahrung dieser Liebe Gottes wirklich Kraft bekommen für Ihre Ehe, Ihre Ehe auch als Christen zu leben. Und aus der Liebe Gottes heraus, die, glaube ich, eben eine viel größere Kraft ist, als wir Menschen sie uns alleine nur geben können. Und dass sie diese Erfahrung mitnehmen und sie immer eine Quelle ihrer Beziehung ist und ihrer Partnerschaft, das wünsche ich denen wirklich vom ganzen Herzen. Und dass sie einander vom Herzen lieben können und auch noch 30 oder 40 Jahre später, wie Lukas Vater, auch noch einander sagen können, ich liebe dich und ich ehre dich und ich achte dich. Ich habe es dir versprochen, ich habe mich dafür entschieden, ne? Und meine Liebe ist immer noch stark, so, weil ich mich dafür entschieden habe. Und weil ja, Gott die Kraft ist, die uns die Kraft verleiht, zu lieben. Ne? Daniela und Lukas, ihr traut euch. Und das finde ich gut. Nein. Oh Gott, das muss man professioneller machen, nicht spontan. Finito.